Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. In diesem Video geht es um YouTube-Covers und zwar um den Effekt Vorheben von Objekten bzw. Schriftenoptimierung. Das wäre beides der Effekt oder Filter bei GIMP Schlagschatten. Das ist ein sehr mächtiger Filter, mit dem ich sehr gerne arbeite und mit dem kann man wirklich wunderbare Effekte erzeugen. Jetzt habe ich hier für meinen Hauptkanal, sage ich mal, für MTB Härten, habe ich jetzt hier ein Video habe ich gedreht, wie ich mein Mountainbike repariere. Und da habe ich diesen Schlauch hier hervorgehoben mit so einem gelben Scheineffekt, den so nenne ich einfach mal. Und die Schrift habe ich auch noch so mit so einer weißen Schattierung, nenne ich mal, habe ich dann versehen. Ja, und wie das funktioniert, das möchte ich euch mal ganz gerne an einem Beispiel zeigen. Ich denke mal, ich nehme das gleiche Beispiel, wie ich in dem Fall vorgegangen bin. Und dann gehen wir gemeinsam mal Schritt für Schritt mit GIMP durch, wie das Ganze so funktioniert. In dem Fall erstelle ich mir jetzt ein Cover, was direkt aus meinem Video heraus sein sollte. Ja, mit der Actioncam habe ich jetzt hier mehrere Videoschnipsel. Und ich starte einfach mal hier ein. Da haben wir schon das. Eng hier alles. Ich mache mal hier eben auf Pause. So, das Bild habt ihr ja gerade gesehen, das habe ich ja mit so einem leuchtenden Effekt versehen. Genau, ich suche mir jetzt die Stelle raus, wo ich der Meinung bin, jo, die möchte ich nehmen. Hier zum Beispiel, hier sieht man die Hand auch nicht. Mach dann auf Vollbild. Ich mache auf Vollbild und drücke auf Drucken. Und dann schneide ich mir es einfach mal aus. So die Größe, die mir gefällt, dass man hier die Hand vielleicht nicht sieht und sagt dann einfach drucken, zack, dann kann ich hier wieder rausgehen und hier wäre das Bild, rechte Maustaste, öffne mit, in dem Fall mit GIMP. So, ich schließe mal eben die unnötigen Fenster hier. So, damit hätten wir das Grundbild schon mal. Und ich möchte jetzt diesen Schlauch hier hervorheben. Ich scrolle dazu ein bisschen hinein, dass ich am besten den ganzen Schlauch drauf habe. In dem Fall würde ich jetzt das Lasso nehmen und so knapp wie möglich um den Schlauch bei gedrückter Maustaste den Schlauch hier fangen. Ja, das ist ein bisschen blöd mit dem Schwarz am Hintergrund. Aber ist egal, einfach kann ja jeder. So, damit wäre der Bereich markiert. Ich drücke STRG C. Dann gehe ich hier oben auf Bearbeiten, Einfügen als und dann auf Neues Bild. Ganz wichtig, jetzt erstmal auf Neues Bild. So, und jetzt haben wir nur den Schlauch mit natürlich noch mit etwas störendem Hintergrund. Ja, und hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Am schönsten wäre natürlich, wenn man den Filter nehmen würde, anklicken und dann würde er den Bereich markieren. In dem Fall tut das sogar relativ gut. In dem Fall drücke ich es einfach mal entfernen. Und dann kann man hier schon mal so grob ausschneiden. Nur das Ganze funktioniert natürlich nur so bei einem gewissen Farbspektrum. Hier zum Beispiel markiert er viel zu viel. Dann mache ich rückgängig. Aber das, was GIMP schon richtig erkennt, das können wir dann so schon mal so grob wegmachen. Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. So, dabei würde ich es jetzt auch belassen. Ja, ein bisschen blöd ist das jetzt hier. Hier stört eigentlich die Leitung, aber ist egal. Ich behaupte mal, das wird man hinterher nicht merken. So, jetzt würde ich in dem Fall, auf Radiergummi wechseln. Das wäre jetzt hier dieser Button. Hier hat man noch ein paar Einstellmöglichkeiten. Darauf achten, dass man Deckkraft auf 100 ist und natürlich eine passende Größe hat. Hier sieht man schon, das wäre die Größe des Pinsels. Ich mache natürlich wieder rückgängig, beziehungsweise des Radiergummis. Und dann kann man jetzt hier dementsprechend alles schön wegradieren. Mit gedrückter Maustaste kann man dann dementsprechend
ein bisschen hineinzoomen, dass man so die gewünschte Größe hat. Und dann dementsprechend alles hier schön sauber machen. So, wenn man sich doch mal vermalt, so wie jetzt zum Beispiel, ich übertreibe mal, dann einfach auf rückgängig gehen. Ich denke, mir ist auch selbsterklärend. Nur man muss darauf achten, wenn man die Maustaste drückt und so wie ich jetzt hier so die ganze Zeit hier entlang gehe, dass ich zwischendurch die Maustaste auch mal wieder loslasse. Weil sonst, wenn ich nämlich auf rückgängig mache, dann geht er nämlich bis, dann macht er bis dahin rückgängig, als ich letztes Mal die Maustaste gedrückt habe. Das muss man vielleicht wissen, weil ich jetzt hinterher auf einmal 5 Minuten weg sind. Im Extremfall. Ist mir auch schon mal passiert und das war natürlich echt ärgerlich. Ich mache jetzt einfach nur mal so ganz grob. Ich denke mal, es geht ja nur um das Prinzip. Ne? Soll er jetzt nicht schön aussehen? Genau. Vielleicht mache ich jetzt hier einen kleinen Zeitraffer rein, damit ihr das nicht die ganze Zeit euch hier angucken müsst. Ja, ein bisschen viel, na ist egal. Wie gesagt, es geht nur um das Prinzip. Ja, und die Stelle mit dem Schwarz, habe ich ja vorhin schon gesagt, die ist ein bisschen blöd. Ja, vielleicht kann man hier auch noch ein bisschen mit Wischen nachhelfen. Ja, bearbeite rückgängig. Und dann muss ich den Pinsel natürlich ein bisschen kleiner machen. Könnte man jetzt hier noch so ein bisschen, dass das blöde Schwarz hier verschwindet. Kann man jetzt auch machen, sag ich mal. Größtes Pinsel, ich glaube 17 hatte ich vorhin, das war ja ganz okay. Dann gehe ich hier wieder entlang und da kann man dementsprechend alles schön machen. So, bin ich fertig? Das ging jetzt eigentlich relativ schnell. Ja gut, nicht ganz sauber, nicht ganz sauber hier rausgemalt. Auch hier oben nochmal. Ja, man kann das natürlich ganz auch ins Unendliche weit führen. So sollte das reichen. So, und jetzt Zauberstab auf jeden Fall nehmen. Schwellenwert nach ganz oben. Das ist das Schöne jetzt, wenn man so einen transparenten Hintergrund hat. Jetzt kann ich einfach hier draufklicken auf das Objekt. Und es wird auch sofort alles richtig erkannt. Und jetzt sage ich ihm, bearbeite, kopiere. Jetzt ist eine Zwischenablage. Switch auf mein Hauptbild. Jetzt sehe ich hier, hier ist noch so eine Markierung. Die muss weg. Einfach hier, hier auf dieser Freifläche einmal klicken. So, dann ist die Markierung auch weg. Dann sage ich bearbeiten, einfügen als. Und jetzt ist ganz wichtig, jetzt kommt die neue Ebene. Zack. Und wie wir sehen, haben wir jetzt 2 Schläuche. Ja, mit dem Verschiebe-Button hier kann ich mir das Objekt krallen und dahin platzieren, wo ich es haben möchte. In dem Fall, ich würde das jetzt 1:1 jetzt hier drauflegen. So, ne? Ich klicke mal hier unten auf das Hauptbild, dann sieht man das besser. Ja, das sieht sehr gut aus. So, und jetzt muss ich hier unten in dem Ebenenbereich hier wieder auf meinen Schlauch klicken. Jetzt kommt der eigentliche Filter zum Einsatz. Der nennt sich nämlich Schlagschatten. Bei Filter, Licht und Schatten, Schlagschatten bzw. langer Schatten, aber ich nehme Schlagschatten. So, und hier drüber stelle ich diesen Effekt ein. Ganz wichtig ist, dass man bei X und Y alles auf 0 stellt. Den Radius, den würde ich so zwischen, ja, so um die 2 einstellen. Ja, machen wir mal 3, einfach mal ausprobieren. Das würde ich auch so lassen, das würde ich so lassen und natürlich dann irgendeine krasse Farbe nehmen. Zum Beispiel gelb. Und seht ihr schon, er leuchtet schon ein wenig gelb. Jetzt sage ich ihm OK und sage ihm nochmal OK. So, und jetzt drücke ich die Steuerungstaste. Halte diese gedrückt und drücke F. Und drücke nochmal 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 F. Ich übertreibe es mal ein bisschen und drücke nochmal F.
So, jetzt ist dieser Schlauch wunderbar erleuchtet. So nenne ich es einfach mal. Man kann das Ganze jetzt hier noch weiter führen und sagen, Schlagschatten erneut anzeigen. Ich drücke jetzt hier auf diesen Pfeil. Hier sind die letzten Einstellungen. Ich nehme meine letzte Einstellung, das wäre diese. Ich sage Ihnen jetzt aber, ich möchte weiß. Und ich möchte einen größeren Radius. Ja, seht ihr schon? So zum Beispiel. Ja, machen wir ein bisschen weniger. Jetzt drücke ich nochmal Steuerung F. Nochmal. Steuerung F. Ja, das ist doch mal ein schöner Effekt. Der hat doch was. Und sieht da eigentlich sogar besser aus als mein Original vorhin. Okay, und jetzt kommt die Schrift hinein. Was hatte ich vorhin für einen Titel? MTB-Optimierung, glaube ich, ne? Ich mache das Bild mal so, dass ich alles sehe. 50% ist jetzt ein bisschen wenig. Ich gebe mal einen 75. Ja, machen wir mal 88. So, so hätten wir das ganze Bild drauf. Ja, so gefällt mir das. Gehen wir mal ein. Optimierung. Oder MTB-Optimierung. Ich weiß gar nicht, was ich da vorhin geschrieben habe. MTB-Optimierung. So, das sollte natürlich ganz drauf passen. So, sagen wir ihn einfach mal, so ist gut. Dann gehe ich hier auf den Verschiebe-Button. Dann kann ich mir den Text auch noch dahin platzieren, wo ich ihn haben möchte. Ach ja, genau. Jetzt wäre der Text ja hinter dem Schlauch. Wenn ich möchte, dass der Text vor dem Schlauch ist, dafür sind die Ebenen wieder da, dann einfach hier den Text nach oben ziehen, bei gedrückter linker Maustaste nach oben ziehen. Jetzt wäre der Text zum Beispiel vor dem Schlauch. Und dafür sind die Ebenen natürlich auch sehr gut. Aber ich möchte ihn eh hier oben haben, deswegen ist es in dem Fall uninteressant. Was ich noch ganz gerne mache, dann skalieren. Klicke den Text hier an. Und jetzt achte ich darauf, dass die Kupplung hier geöffnet ist. Ist in dem Fall. Und dann kann ich mir den Text so zurechtbiegen, wie ich es gerne haben möchte. Wenn ich der Meinung bin, das ist schön, dann drücke ich auf Skalieren. Jetzt kann ich den ganzen Text nochmal ein bisschen verschieben. So. Und jetzt mache ich das gleiche nochmal. Filter, Licht und Schatten, Schlagschatten. Ich nehme natürlich keinen schwarzen Effekt, komm, ich nehme mal einen weißen Effekt. In dem Fall würde ich jetzt sogar so weiß lassen. Wichtig ist hier wieder auf 0, dass es schön mittig ist. Ich möchte da keinen Versatz drin haben. Und jetzt könnte ich hier auch schon ein bisschen mit rumspielen und sagen, so, ich möchte aber erstmal eine kleine Kante haben. Wie so eine Art Relief, sage ich mal. So um die 2, zwischen 1 und 3, sage ich einfach mal. So ganz grob, so als Hausnummer. Irgendwie so etwas nehmen. Komm, wir nehmen mal die 2. Sagen, okay. Und das wäre Steuerung F. Steuerung F, Steuerung F, Steuerung F, Steuerung F, Steuerung F, Steuerung F, Steuerung F. Okay, jetzt ist natürlich ein bisschen blöd, weil hier die Wand ist auch weiß. Okay, dann tricksen wir mal weiter. Schlagschatten erneut anzeigen. Nehme ich die letzte Einstellung wieder. Könnte ich zum Beispiel jetzt sagen, jetzt möchte ich ja was Dunkles haben. Einfach mal testen. Nee, das bringt jetzt in dem Fall nichts. Geteilte Ansicht. Ja, dann wird es etwas dunkler. So, wir machen das mal. Jetzt drücken wir nochmal Steuerung F, Steuerung F. Ja, der Effekt bringt jetzt nicht so viel. Aber okay, ich denke mal, das Grundprinzip ist klar, was dieser Filter bewirkt und wie man Texte so ein bisschen so zum Leuchten bringen kann und vor allen Dingen, wie man Objekte zum Leuchten bringen kann. Ach so, stopp, was ich natürlich nur vergessen habe. Ganz wichtig ist natürlich dann zum guten Schluss, aber ich denke mal, das ist selbsterklärend. Das ganze Bild abspeichern, mit exportieren nach. Da vergebe ich hier einfach hier irgendwie einen schönen Namen. Was weiß ich? mtbcover.jpg. Ich nehme mal JPEG, das ist eigentlich ein ganz gutes, handliches Format.
Und dann, genau, fragt er nach der Komprimierung und ich mache hier immer einen Haken. Vorschau im Fensterbild anzeigen, dann weiß ich nämlich hier Dateigröße, wie groß ja die Datei, das Bild als solches wird. Und dann kann ich hier mit den Komprimierungsfaktoren noch ein bisschen rumspielen. So wird die Datei natürlich immer kleiner und auch pixeliger und ja unschöner. Und bei 100% in dem Fall hätte ich 1,1 Megabyte. Ja, in dem Fall würde ich es jetzt auf diesen Wert lassen und dann hätte ich das Bild auch gesaved. Ich kann im Nautilus ja nochmal nachgucken, ob alles funktioniert hat. MTB-Cover. Ja, und so könnte ich es jetzt direkt bei YouTube hochladen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, ich nehme auch das Bild. Ja, ich hoffe, mir hiermit geholfen zu haben, hat mein YouTuber früher gesagt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!